Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Heute zu Tag 4 und heute gehen wir in den Kletterwald und heute Abend gehen wir dann in das beste Restaurant überhaupt. Also das ist genau das, was ihr immer in meinen Storys seht. Also ich hoffe, ihr werdet sehr neidisch sein dann. Genau, und dann gehen wir gleich erstmal in den Kletterwald. Da freue ich mich auch schon drauf, weil der kleine Luki wird nicht mehr klettern. Ja, ich habe Höhenangst. Jetzt haben wir so einen Plan, was wir die nächsten Tage noch so machen. Eventuell, wenn das Wetter auch so mitspielt, werden wir auch noch Minigolf spielen und ins Kino. Da braucht man ja zum Glück kein gutes Wetter für. Aber das Wetter ist so weird, ne? Die ganze Zeit überall Regen, 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 Regen. So, man guckt so, man scrollt so zu den Uhrzeiten, guckt so, oh, wie sieht es morgen aus? Regen, Regen, Regen. Dann wacht man auf und es ist kein Regen. Ich dachte gerade, du machst mir so Hasenohren. Wir fahren jetzt los. Wir müssen noch zur Apotheke. Wir müssen noch zur Apotheke, weil ich glaube, die Mücken im Wald werden absolut ausrasten. Und ja, wir hoffen, dass wir dann pünktlich da sind. Hast du Bock? Richtig Bock. Vor allem aufs Klettern. Ja, glaube ich dir. Mensch. Es ist so heiß, Leute. Ohne Witz, ich glaube, wir werden so bereuen. Ich will mich totschwitzen. Wir sind jetzt angekommen. Die anderen müssen jetzt auch hier in den Augenblick kommen. Dann gleich ich eigentlich klettern. Gerade noch eben schnell Mückenspray gekauft, weil sonst würden wir, glaube ich, sterben. Meine Haare sehen so scheiße aus, ne? Ich wasche immer jeden zweiten Tag meine Haare, ne? Wenn Luca da ist, habe ich das Gefühl, ich könnte die jeden Tag zweimal waschen, weil die so scheiße aussehen, Alter. Spotted, der kleine Mann. Die anderen sind jetzt auch da. Was geht ab? Warte, wer klettert jetzt alles mit Janis und Luca als Einzige jetzt nicht? Ja, genau. Mensch. Die haben Angst. Habt ihr Bock? Ja! Mehr Motivation, Freunde. Werden wir hier jemals wieder rauskommen oder am Ziel überhaupt ankommen? Sarah meinte gerade, dass das hier ziemlich Krebs war, da hochzukommen. Er sieht aus wie so ein Lachs. Janis hat jetzt neue Spielkameraden gefunden. So süß. Krank. Und er ist jetzt alleine. Seine Spielfreunde haben ihn verlassen. Boah, man sieht ihn kaum, weil er so schnell ist. Aber wie ein Affe tängelt hier der Felix lang. Boah, übernehm dich nicht. Er spricht ja sogar noch. Boah, krass. Wie ein Affe, Junge. Alter, da sieht man mal wieder, dass die Menschen vom Affen abstanden. Und Elias, der stammt vom Wal ab. Nee. Was hast du gesagt? Oh. 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 Halt dich fest! Ja, bei Parcours 5 da anfangen, aber hat einen so hart auseinandergenommen und bei 6 ist es nochmal 10-mal schlimmer. Und ich hätte da, also bei 5 hätte ich schon fast abgebrochen, weil es so anstrengend war, ich keine Kraft mehr hatte. Aber es hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Oh nein, das ist gar nicht so geil. Oh, Digga. Ja, geht, oder? Ja, sieht so halb scheiße aus. Hast du noch Krank! Vor allem, wie du mit deinem Bein gewackelt hast. Das ist ja. Ja, sonst liege ich hier auf dem Boden. Oder in mir. Huch. Oder in mir. Das war eigentlich mein Ziel, aber es war nicht gut. Mhm. Ganz schön fix unterwegs. Let's go, Sarah! Boah. Boah, das ist fast abgestürzt. Sehr elegant gelöst. Nicht so wie Team Robin. Der sah eher aus wie eine gestrandete Robbe. Da kommt Sarah. Oh, das war echt sehr souverän gelöst. Oder, Janis? Ja, sehe ich genauso. Boah, Alter. Ich hatte so Angst, dass ich im Arsch lande oder so rückwärts. Achtung, 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 Achtung. Alter! Alles chillig! Wow, 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 wow. Ganz schön Tempo, gut, dass ich nicht hier stand. Janis, wie fandest du es, auch wenn du nicht mitgeklettert hast? Spannend. Ich habe mich immer angefeuert. Die Etappe hat sie sehr gut gelöst. Und mich greift eine Biene an. Oh mein Gott, eine Wespe! So, wir sind jetzt ready. Janis ist da hinten auch. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, alle ganz happy, dass wir jetzt endlich ins Restaurant fahren, weil wir alle sehr Hunger haben. Und ich hoffe, das Essen ist so lecker wie sonst auch. Bestimmt. Und ja, ich freue mich schon. Ihr auch? Ja. Ja! Ja. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a lot. Cause we've been through hell.
I can't be without you. I've tried and I failed. So can we work it out? So Friends, wie ihr gesehen habt, haben wir jetzt gegessen. Wie fandest du das Essen? Sehr lecker. Und ihr? Auch sehr lecker. Nett von Hannes. Wie fandet ihr das Essen? Gut. Luca, du? War schon sehr geil, oder? Ja, das beste Restaurant überhaupt. Alle auch sehr nett. Stimmt, die waren richtig lieb. Das muss man auch sagen, das sind sie immer. Wir sind jetzt am See, Friends. Ich war gerade echt verdammt still. I'm feeling something that goes beyond us. Wir sind jetzt wieder zurück, wir waren ja gerade am See. Jetzt hat mein Papa noch Fußball aufgepumpt, jetzt gehen wir, das ist glaube ich schon, wie spät haben wir es schon? 10 Uhr? Jetzt gehen wir noch kurz Fußball spielen. Wir sind jetzt am Fußballplatz. Wir sind mittlerweile auch mal zurück, es ist schon richtig spät. Ich bin voll froh, ich kann voll gut mithalten beim Fußball. Hätte ich nicht erwartet, weil das letzte Mal, wo ich Fußball gespielt habe, war E- oder F-Jugend oder so. Also schon richtig lange her. Ach, es war echt ein richtig geiler Tag, mit dem Fußball spielen und am See chillen war echt auch nochmal cool. Und ihr seht selber, wie fertig ich bin, weil ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Dusche. Dann bin ich der glücklichste Mensch überhaupt. Und ja, ich hoffe, ihr könnt das alles so ein bisschen nachfühlen so im Vlog. Und dass es euch auch Bock macht zuzuschauen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass meine Vlogs absolut langweilig sind. Aber ich glaube, das ist immer so. Ich glaube, wenn man selber so diejenige ist, die da und filmt, dann ist man, glaube ich, viel strenger mit sich. Während andere das so, sag ich mal, cool und interessant finden, findet man das selber übelst langweilig. Ich weiß nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefällt, dann ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Und dann bis morgen. Und ja, ciao! Wow. Lol. Doch ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein. Ich bin dein, ich bin dein.